Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch einfach erklären, wie ihr am Anfang in der Web-App so viele Coins wie möglich machen könnt mit ganz einfachen Tricks oder beziehungsweise auch so wenige Coins wie möglich verliert, denn man kann ganz einfach Coins auch verlieren, ohne dass man das wirklich mitbekommt und das möchte ich euch eben so einfach wie möglich und so kurz wie möglich heute erklären. Und falls ihr mehr FIFA 17 Videos sehen wollt, dann lasst einfach jetzt gerne einen Daumen nach oben, da würde mich auf jeden Fall riesig freuen und natürlich auch unterstützen. Dann starten wir direkt rein und zwar lautet der erste Tipp einfach mal, dass ihr euch wirklich jeden einzelnen Tag die Tagesgeschenke holt. Denn am Anfang wird man in der Web-App Tagesgeschenke bekommen, da können Packs drinnen sein, da können aber auch Coins drinnen sein und dadurch könnt ihr eben am Anfang von FIFA 17 ganz, ganz easy Coins machen und die werden euch ganz am Anfang zu FIFA 17, also wenn das Spiel dann draußen ist, auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen. Und das ist eben ganz wichtig, also schaut wirklich, dass ihr euch jeden Tag am PC, beziehungsweise auch in der Companion-App, das geht glaube ich auch, dass ihr da wirklich euch einloggt und einfach mal euer Tagesgeschenk abstaubt und ja, dass ihr dann eben sozusagen so viele Coins wie möglich ganz easy geschenkt bekommt. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Tipp und zwar würde ich euch raten, so viele Accounts wie möglich zu verwenden. Falls ihr jetzt schon mehrere Accounts habt, so wie ich zum Beispiel, dann schaut wirklich, dass ihr eben auf jedem einzelnen Account eure Tagesgeschenke abholt. Und wenn ihr noch nicht so viele Accounts habt, dann erstellt euch jetzt einfach welche. Erstellt euch jetzt welche auf der PS4, auf der Xbox One, was weiß ich. Erstellt euch einfach welche in FIFA 16 noch, erstellt euch EA-Accounts und dann könnt ihr euch eben in FIFA 17 bei der Web-App sozusagen auch dort die Tagesgeschenke abholen. Denn umso mehr Accounts ihr habt, umso mehr Tagesgeschenke bekommt ihr natürlich. Und dann habt ihr es angenommen jetzt mal, weiß ich nicht, bei einem Account dann irgendwie 5000 Münzen, weil ihr eben viele Tagesgeschenke schon bekommen habt, dann könnt ihr diese 5000 Münzen dann am Ende auf euren Hauptaccount einfach rüber transferieren und so macht ihr dann eben nochmal sehr, sehr viele Coins ganz, ganz easy dazu und das ist wirklich einer der einfachsten Tricks, die es gibt zum Anfang von FIFA 17. Das wissen nämlich viele nicht, dass man in der Web-App Tagesgeschenke bekommt, ganz am Anfang eben von FIFA 17. Die Web-App wird zur Info nochmal am 13. September höchstwahrscheinlich rauskommen, dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht. Da kann man eben so gut wie alles machen, außer halt eben FIFA 17 direkt spielen, aber man kann natürlich schon traden und das bedeutet eben auch, dass ihr am Anfang von FIFA 17 sehr, sehr viele Trading-Tipps von mir sehen werdet. In der Web-App werde ich auf jeden Fall schon versuchen, ganz viel zu traden. Ich habe leider am 14. September eine wichtige Prüfung, deswegen muss ich schauen, ob da ganz am Anfang auch was von mir kommen wird. Aber ich werde mein Bestes geben, dass ich euch da wirklich mit Trading-Tipps zuballern kann, mehr oder weniger. Und ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem Video. Also versucht wirklich so viele Accounts wie möglich euch jetzt noch zu erstellen und euch dann eben in der Web-App einzuloggen und dann eben die Tagesgeschenke abzustauben, um ganz viele Coins am Anfang zu bekommen. Und ja, Freunde, ich habe auch noch ein paar weitere Tipps auf Lager. Also falls ihr nochmal sowas sehen wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schön wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.